Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen Abgeordnete, liebe Besucher, nicht mehr so viele gerade, und liebe Gäste am Livestream. Ich will mit meinen ganz persönlichen Studentenwerkserfahrungen in diese Diskussion einsteigen. Direkt nach der Schule hatte ich die Freude, ein Dreivierteljahr beim Studentenwerk in Ilmenau zu arbeiten, und das waren Erfahrungen, die ich nicht missen will. Viele verschiedene Kulturen, viele verschiedene Menschen, die jeden Tag in der Mensa in Ilmenau aufeinander getroffen sind, mit ganz unterschiedlichen Problemen, die die Menschen beschäftigt hat. Wenn ich mir die chinesischen Studenten anschaue, die haben sich nicht so über das Essen gefreut, was wir als Chinesisch dort gekocht haben. Wenn ich mir die Studenten anschaue, denen die Portionen zu klein waren, die Studentinnen, denen das Salatbuffet zu früh ausgegangen ist, die Mitarbeiter, deren Verträge nicht unbefristet waren, beziehungsweise die auch nicht kochen konnten, was sie wollten, weil das Budget einfach zu knapp kalkuliert war. Das Einzige, wo sich keiner aufgeregt hat in diesem Studentenwerk, war der Name. Umso erstaunlicher, dass Sie heute hier gerade in Ihrem Studentenwerksgesetz den Namen zu einem wesentlichen Bestandteil dieses Gesetzes machen, nämlich die Änderung in Studierendenwerk. Man muss sich diese Idiotie einmal vorstellen. Das Studentenwerk gibt es schon seit 1921. Vorsicht, Herr Kollege, Idiotie ist nicht der übliche Sprachgebrauch. Aber ich darf ihn doch benutzen, oder? Ich beleidige doch keinen. Dürfen Sie eigentlich nicht. Na, dann habe ich eben nicht Idiotie gesagt. Naja. Auf jeden Fall kann man feststellen, dass das, was Sie hier machen, ja, mit dem Studentenwerk eindeutig einer Praxis widerspricht, die schon seit 1921 deutschlandweit praktiziert wird, nämlich den Namen Studentenwerk. Und dieses Jahr, am 22. November, feiert das Thüringer Studentenwerk sein 25-jähriges Bestehen. Ich weiß nicht, ob das noch ein Grund zum Feiern ist. Wenn man den Namen so ändern will, Studierendenwerk, haben wir erstes Jahr Studierendenwerk, können wir dann feiern. Auf jeden Fall, das alles für einen vom Rechnungshof vorprognostizierten Betrag von 200.000 Euro, den das Ganze kosten soll. Da kann man nur sagen, wenn der 1. April nicht schon rum wäre, könnte man denken, Sie würden einen schlechten Scherz machen. Aber schlechte Scherze scheinen ja zu Ihrem Regierungshandeln zu gehören, und man muss sich fragen oder man muss sich freuen, dass Sie Studierendenwerk gewählt haben und nicht Studentinnenwerk mit Binnen-I oder vielleicht noch ein Sternchen dazwischen gebastelt. Kann ja alles vorkommen. Könnte ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass das als Vorschlag da mit reingekommen wäre. Aber abseits Ihrer Parteienideologie sollte man sich fragen, wenn man denn mal jemanden an der Kasse im Studentenwerk fragen würde, was er von Ihrem Vorschlag hält, 200.000 Euro für eine solche Umbenennung zu investieren. Da könnte ich mir vorstellen, da wird man wenig finden, die dort mit Begeisterung Juhu schreien, sondern man würde wahrscheinlich viele finden, denen andere Sachen einfallen würden, die man mit diesen 200.000 Euro machen könnte. Und deswegen lehnen wir dieses Ansinnen ab. Sie könnten zum Beispiel die Familienfreundlichkeit erhöhen, Sie könnten die Arbeits- und Studienbedingungen verbessern und Sie könnten das von mir angesprochene Problem beim Personal des Studentenwerks, nämlich die Entfristung von Verträgen, damit voranbringen. Alles besser, alles praktischer als diese 200.000 Euro für Visitenkarten, für Schilder, für Briefköpfe, für Internetseiten oder für Flyer auszugeben. Völlig witzlos. Andere Bundesländer haben sich schon an ähnlichen Namensänderungen versucht. Und wenn man nach Nordrhein-Westfalen schaut, hat dort die Sprecherin des Studierendenwerks, die haben das geändert, Essen und Duisburg, aus den Erfahrungen des Namenswechsels mitgeteilt. Ich zitiere, wenn ich darf, es ist ein sperriger, nicht alltagstauglicher Begriff. Und deshalb hat Niedersachsen, die Landesregierung Niedersachsen, eine angedachte Änderung schon wieder zurückgezogen. Herr Abgeordneter, ein kleiner Augenblick. Es gibt den Wunsch nach einer Zwischenfrage vom Abgeordneten Schaft. Zum Schluss. Zum Schluss bitte. Gute Studienbedingungen sind das Zugpferd für die Entwicklung des Hochschulstandorts. Und da ist Planungssicherheit für das Studentenwerk von höchster Bedeutung. Gerade weil das Land den Hochschulen das Ziel von 50.000 Studenten vorschreibt, ist es umso wichtiger, auch eine verlässliche Finanzierung für das Studentenwerk zu sichern. Und da kommt der zweite unsinnige Vorschlag Ihres Gesetzesentwurfs ins Spiel. Der Gesetzesentwurf sieht vor,
bei der jährlichen Finanzhilfe für das Studentenwerksgesetz von einem jährlich festgelegten Zuschuss abzurücken und diesen analog zu Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit den Hochschulen auch für das Studentenwerk über eine noch zu verhandelnde Ziel- und Leistungsvereinbarung zu regeln. Die CDU-Landtagsfraktion lehnt diese Art der Finanzierung des Studentenwerks ab, denn es ist noch nichts mal angefangen, überhaupt zu verhandeln, beziehungsweise es sorgt dafür, dass, wenn etwas verhandelt wird, was wir in diesem Gesetz hier regeln, eine direkte Beteiligung des Landtags ausgeschlossen wird und wir uns damit eine Mitbestimmung an diesem wichtigen Prozess der Ausfinanzierung nehmen würden. Bei der Finanzierung des Studentenwerks sollte der Landtag auf keinen Fall nur informiert werden, sondern sollte selbst die Entscheidung mittreffen. Durch die Abschaffung eines per Gesetz festgeschriebenen jährlichen Zuschusses und die Einbindung in Ziel- und Leistungsvereinbarung ist das Studentenwerk alle 4 Jahre vor dem Druck ausgesetzt, seine Finanzierungsgrundlage neu verhandeln zu müssen. Da auch die Mittel für eine entsprechende Ziel- und Leistungsvereinbarung im Kontext mit dem jeweiligen Landeshaushalt immer wieder neu verhandelt werden müssten, wird das Studentenwerk de facto zum Bittsteller degradiert. Und das kann nicht zuträglich sein für die von uns gewünschten Qualitätssteigerungen an unseren Studienstandorten. Um Planungssicherheit für die studentische Sozialeinrichtung zu gewährleisten, halten wir es an dieser Stelle für besser, die langfristige Finanzierungsregelung im Studentenwerksgesetz weiter beizubehalten. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Vertreter von Rot-Rot-Grün, Sie schaffen finanzielle Unsicherheit und lösen eine unsinnige und zudem äußerst kostspielige Namensdebatte aus. Das hat eines der leistungsstärksten Studentenwerke, was in diesem Jahr 25 Jahre alt werden will, wirklich nicht verdient. Und dass die CDU-Fraktion mit dieser Einschätzung nicht allein auf weiter politischer Flur steht, zeigt eine Stellungnahme des stellvertretenden Generalsekretärs des Deutschen Studentenwerks, Stefan Grob. Ich zitiere, wenn ich darf, für verantwortungsbewusste Landesregierungen gäbe es dringendere Maßnahmen als die Umbenennung. In diesem Sinne fordere ich die Landesregierung auf, handeln Sie wie die Landesregierung in Niedersachsen und verzichten Sie auf eine Umbenennung des Studentenwerks. Nehmen Sie dem Studentenwerk nicht seine finanzielle Sicherheit und ziehen Sie Ihren Gesetzentwurf wieder zurück. Vielen Dank. Kleinen Moment, Sie hatten eine Zwischenfrage zugesagt. Herr Abgeordneter Schaft, bitte. Ich wollte noch mal nachfragen, woher Sie die Zahl 200.000 Euro für die Umbenennung nehmen, denn wenn Sie die Begründung zum Antrag aufmerksam gelesen hätten, wüssten Sie, dass dort 100.000 Euro angegeben sind. Ich weiß, da stehen 100.000 Euro drin, aber die 200.000 Euro sind eine Aussage des Rechnungshofs. Vielen Dank, Herr Kollege Bühl. Und nun hat das Wort der Abgeordnete Schaft für die Fraktion Die Linke.